rhythmische Notation lesen lernen für Anfänger mit Rhythmik für Kids. Hallo, hier ist Jörg Siekert und ich heiße dich herzlich willkommen zu Rhythmik für Kids. Mit diesem Notenheft lernst du verschiedene Grundrhythmen und deren Notation zu lesen. Es ist somit eine optimale Begleitung oder auch Vorbereitung beim Erlernen eines Musikinstrumentes oder zum Spielen in einer musikalischen Formation. Denn die Rhythmik ist Dreh- und Angelpunkt beim Musikmachen. Und ohne rhythmisch gekonntes Zusammenspiel wäre kaum ein musikalisches Ensemble, egal in welcher Stilrichtung, denkbar. Die Übungen in diesem Übungsheft sind alle systematisch aufeinander aufgebaut, mit sich steigerndem Schwierigkeitsgrad, weshalb du keine Übung überspringen solltest. Erscheinen dir die anfänglichen Übungen als zu leicht, dann übe sie doch mit höherem Tempo. Deine Eltern, Lehrer oder Erzieher werden dich dabei begleiten und unterstützen. Grundsätzlich solltest du so oft wie möglich mit Taktell, auch Metronom genannt, üben und jede Übung zunächst sehr langsam angehen. Zähle dabei mit. Die Zählweisen findest du in der Notation. Die Kreuze unter den Zählzeiten geben an, wo eine Note gespielt oder geklatscht wird. Beginne dabei zunächst mit dem Klatschen. Je nach persönlichen Fortschritten kannst du das Übetempo etwas steigern. Sobald du die Rhythmen klatschen kannst und bereits ein Musikinstrument lernst, kannst du diese auch auf einem beliebigen Ton mit deinem Instrument spielen. Im Unterschied zur Klatschmethode solltest du hierbei auch auf die Länge der Töne unter Einhaltung der Pausen achten. Jetzt aber viel Spaß beim Üben deiner rhythmischen Fähigkeiten. Jörg Siekert und das Tunster Records Musikverlagsteam. Weitere Informationen unter www.tunesterecords.de sowie tunesterecords.eu. Ich wiederhole: www.tunesdayrecords.eu.